Aufregend war natürlich jetzt vor kurzem erst die Flutkatastrophe im Ahrgebiet. Unsere Einheit mit den gesamten Feuerwehreinheiten drumherum sind schon in der Flutnacht in das Krisengebiet hingefahren. Hallo und herzlich willkommen bei Freiwillig Busy, dem Podcast übers Ehrenamt. Mein Name ist Luisa Laudace. Heute darf ich Claudia vom Arbeiter-Samariter-Bund und Andreas von der Freiwilligen Feuerwehr begrüßen. Gemeinsam wollen wir das Ehrenamt stärken und euch zeigen, dass jede und jeder Einzelne sich mit den eigenen Fähigkeiten einbringen kann. Denn egal was du kannst, du kannst helfen. Ich bin beim ASB, beim Arbeiter-Samariter-Bund in der Rettungshundestaffel beim ASB Eimsbüttel und arbeite dort mit meinen beiden Hunden Emma und Kalle im Ehrenamtlich für die Rettungshundestaffel und wir suchen Menschen für Hamburg. Das heißt, ihr unterstützt die Polizei dabei, vermisste Menschen zu finden? Genau, wir sind hauptsächlich unterwegs, um vermisste Menschen zu finden. Das stellt man sich natürlich immer recht romantisch vor, dass man diese Menschen auch wirklich findet. Tatsächlich besteht unsere Aufgabe aber auch darin, Gebiete oder Ecken Hamburgs auszuschließen für die Polizei. Also wir sagen, es wird vermutet, dass die Person sich irgendwie in einem Stadtteil aufhält und dann kommen wir und suchen das ab und können hinterher der Polizei sagen, sie ist nicht in diesem Stadtteil. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, nicht nur vermisste Menschen zu finden, sondern auch der Polizei in ihrer Ermittlungsarbeit zu helfen. Würdest du sagen, Claudia, dass auch bei euch im Arbeiter-Samariter-Bund jeder Mensch eine Aufgabe findet? Das auf jeden Fall. Also da bin ich mir ganz sicher, dass es immer für jeden Menschen eine Aufgabe gibt im Ehrenamt. Also es gibt auch einfach zu jedem Menschen das passende Ehrenamt, da bin ich ganz überzeugt von. Tatsächlich ist es in der Rettungshundearbeit teilweise schwierig, weil wir einfach eine körperliche Fitness brauchen, um die durch die Wälder zu suchen, die wir dann im Einsatzfalle. Aber auch dort gibt es halt Orte, wo man jemanden einsetzen kann. Wir haben zum Beispiel auch einen Einsatzleitwagen, der dann mit vor Ort ist und dort sitzen dann auch Menschen, die mit funken können, die für uns die Gebiete einzeichnen, die uns mit Karten versorgen, die uns helfen. Wir haben oftmals den Rettungsdienst mit, wo Rettungspersonal drauf sitzt. Also da gibt es überall immer einen Bereich, wo man jemanden einsetzen kann. Das kann ich an der Stelle nur bekräftigen, an der Stelle. Also gerade wir hatten auch schon diverse Einsätze mit den Rettungshundestaffeln, wo quasi Personen gesucht worden sind, vermisste oder abgängige Personen. Und da ist gerade auch Aufgaben der Feuerwehr in der Führungsunterstützung halt eben anhand von Karten irgendwelche Suchraster zu erstellen, zu schauen, okay, dieses Suchraster haben wir abgesucht, haben die Person gefunden oder halt eben nicht. Okay, es geht jetzt in das nächste Suchraster. Also gerade da in diesem Hinblick gibt es eigentlich für jeden eine Aufgabe, die er wahrnehmen kann. Prägend war natürlich jetzt vor kurzem erst die Flutkatastrophe im Ahrgebiet, das muss man wirklich sagen. Also unsere Einheit mit den gesamten Feuerwehreinheiten drumherum sind schon in der Flutnacht in das Krisengebiet hingefahren. An der Stelle, also das war auch eine Schadenslage, die haben eigentlich alle so noch nicht erlebt an der Stelle. Und das beschäftigt einen natürlich entsprechend. Und das war auch so ein Ereignis, da muss ich auch sagen, das hat mich auch noch Tage danach beschäftigt. Da ist es aber auch so, dass wir innerhalb der Feuerwehr auch Möglichkeiten haben, darüber zu sprechen, gegebenenfalls mit Seelsorgern etc., je nachdem, um das Erlebte halt entsprechend wieder aufzuarbeiten oder innerhalb der Einheit darüber zu sprechen. Soll offen angesprochen werden und ist auch überhaupt kein Problem, dies offen anzusprechen. Und dann kann man nämlich entsprechend schauen, wie man das lösen kann. Es ist egal, ob es das DRK ist, ob es die JUH ist, ob es die Feuerwehr ist oder halt den ASB. Es ist vollkommen egal. Jeder Mensch steht einfach für die Bürger ein und das finde ich halt, dieses Miteinander finde ich einfach großartig und das hat mich immer bei Laune gehalten. Also ich würde mir an der Stelle wünschen, zum einen, dass man nicht mehr in diese Welt reingeht, was kann ich alles nicht, sondern reinguckt, okay, was kann ich denn machen? Und dann würde ich jetzt auch mal die Brücke schlagen, würde nicht nur sagen, auf behinderte Menschen, sondern auch wirklich so, dass sich jeder mal so an die Nase fasst und überlegt, wie kann ich mit meiner Person im Allgemeinwohl irgendwas Gutes tun oder im Ehrenamt mich irgendwie integrieren, um halt einfach mal sich von der Couch runter zu bewegen, um halt entsprechend der Allgemeinheit etwas Gutes zu tun. Ja, also das Allerschönste für mich an meiner Arbeit ist halt einfach, dass ich zu meinem normalen Alltagsleben einen Ausgleich gefunden habe, der nicht nur mich und meinen Hund, sondern halt
alle um mich herum einfach zufrieden macht. Und ich finde, man sollte sich, wenn man in seinem Leben gerade einfach einen Punkt hat, wo man vielleicht sagt, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich habe ein bisschen Kapazität über, sollte man sich einfach überlegen, wo kann ich vielleicht diese Kapazität sinnvoll nutzen. Und man sollte einfach versuchen, mal zu überlegen, welche Fähigkeiten habe ich, wozu habe ich Lust. Also das ist ein großes Thema, dass man auch zu etwas Lust haben soll, dass es auch Spaß machen soll. Das ist zum Beispiel etwas, was mich in meinem Ehrenamt auch weit voranbringt, weil ich einfach so wahnsinnigen Spaß daran habe, was ich mache. Ich kann dafür meine Hand ins Feuer legen, dass man mit offenen Armen dort empfangen wird.